Pablo Hidalgo, ein Mitarbeiter von Lucasfilm, hat offiziell bestätigt, dass das ikonische Lichtschwert, welches zuerst Anakin Skywalker und dann Luke Skywalker gehörte, ab sofort Rey gehört. Somit wissen wir auch, dass das Lichtschwert in Episode 8 doch nicht zerstört wurde. Aber welche Folgen und Auswirkungen wird dies auf Episode 9 haben? Diese Frage werde ich in dem heutigen Video klären. Seit mehr als 40 Jahren ist das ikonische Lichtschwert nun nicht mehr als das Skywalker-Lichtschwert, sondern als Reys Lichtschwert bekannt. Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass man eine so ikonische Waffe seinem Namen beraubt. Möglicherweise könnte uns diese Information allerdings in der Zukunft noch viele interessante Informationen über Rey und ihre Vergangenheit preisgeben. In den kommenden Monaten werden wir hoffentlich mehr über Episode 9 erfahren und spätestens an der Star Wars Celebration auch den ersten Trailer zu Gesicht bekommen. Aber das war's dann auch schon mit diesem kurzen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer einen Like da und wenn ihr in Zukunft keine weiteren Star Wars Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Und ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video.